So, warte ich mit einem neuen Skript Vorstellung bzw. Skript Review. Und zwar wurde mir hier dann richtig, richtig cooles Skript zugeschickt, welches echt mal sehr geil ist. Und ich glaube, das gibt es auch noch nicht. Und zwar ein Skript, welches automatisch alle Skripte abgleicht miteinander und reloadet. Heißt im Prinzip, wenn ihr beispielsweise gerade am Arbeiten seid, dann gibt es diesen Dev-Modus, den kann man das immer wieder automatisch reloaden lassen, sobald man es abspeichert. Ist komplett buggy, ist auch beschissen und man sieht keine Errors und so weiter. Hier ist auf jeden Fall so, jedes Mal, wenn man abspeichert, wird es automatisch reloaded. Und ich glaube, das ist mit Abstand das geilste und praktischste Skript, welches es überhaupt gibt. Genau, es gibt hier, ich glaube, ich brauche Script Mirror, oder? Scan Reload All, ist installiert. Oh, ich brauche kein Script Mirror, okay. Oder habe ich es vielleicht sogar schon installiert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Plugins. Skript. Ach, mir habe ich sogar schon installiert, genau. Ich vermute nämlich, dass das Pflicht ist. Genau, also wie funktioniert das ganze Ding? Ich habe es mir noch nicht mal angeschaut. Script-Files, Core, Chat und Miners ID. Heißt quasi, alles, was wir hier reinschreiben, beziehungsweise jeden Namen, den wir hier reinschreiben, wird reloaded. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel tutorial.sk. Dann schreiben wir mal Tutorial rein. Es soll einfach nur Tutorial reloaden, speichern das Ganze ab. Das reloadet sich, glaube ich, jetzt nicht automatisch, das wäre auch dumm. Und genau. So, wenn wir jetzt dann beispielsweise Tutorial Script nehmen, wir machen es einfach mal leer und speichern das. Dann checkt es alle 3 Sekunden, ob da was Neues ist. Ich weiß es nicht genau, ob es funktioniert, wenn es leer ist. Einfach irgendwie Stop, keine Ahnung. Mal schauen, passiert was, passiert was, passiert was. Okay, entweder Vorführeffekt oder irgendwas falsch gemacht. Script-Files. Tutorial. Schauen wir ganz kurz mit dem Pfad an und so weiter. Passt das Ganze so? Schauen wir uns generell mal das Skript an. So, wir haben hier onload. Werden alle Script-Files aus dieser Liste hier. Ne, nicht aus der Liste. Doch, schon aus der Liste. Erstmal, also die Files, die oben drin stehen, werden quasi erstmal in die Liste reingeladen. Hier drin. Dann wird das geloopt und so weiter. Dann wird hier nochmal gecheckt. Plugins, Script. Scripts und dann Loop Value, also quasi einfach alles durchgeschaut. Und so, wenn das File existiert und so weiter, dann wird es eben was wird da gesetzt, wird das Ganze auf True gesetzt und so weiter. Dann wird alle 3 Sekunden gecheckt. Kannst du mal erstmal jetzt selbst mitlesen. ich vermute mal einfach, das sind die letzten Files, also aktuelle File und das letzte File, welches halt eben vor 3 Sekunden da war, miteinander verglichen wird. Das heißt, haben die beiden Skripte einen Unterschied? Gibt es da Unterschiede? Ist da einfach ein Zeichen mehr drin, ein Zeichen weniger? Und wenn das Ganze der Fall ist, dann wird das Ganze reloaded. Und zwar hier dann, SK Reload Loop Index. Ich weiß es nicht genau. Ach nee, es geht nur eine Konsole, deswegen. Es funktioniert, es funktioniert. Wird nur eine Konsole angezeigt. Reload Tutorial SK, Tutorial SK ist empty und so weiter. Dann schreiben wir was anderes rein. Broadcast Test speichern. Und es wird automatisch instant reload, habt ihr es gesehen? Speichern. Okay, nicht ganz instant, weil es sind alle 3 Sekunden, wird gerade einfach nur Glück. Und genau, also das ist wirklich, wirklich geil, wenn wir jetzt hier was schreiben, damit automatisch irgendwas gebroadcastet. Also es funktioniert, ist wirklich ein unglaublich geiles Skript. Ich will es mir ganz kurz mal schnell anschauen. Genau, dann kommt eben send, 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 send. Set t to system.nanotime. Ich muss sagen, ich habe von Script Mirror keine Ahnung, ich bin absoluter Noob. Delete auto reload. Doesn't exist anymore. Perfekt. Es wird auch nicht mehr reloaded, wenn es nicht mehr existiert. Gut mitgedacht, by the way. Genau, wird eben nochmal geschaut, wie das letzte Ding und so weiter.
Gut, mit der Zeit verstehe ich jetzt gar nicht genau den Sinn dahinter. Ach so, die Reload-Zeit wird hier angeschrieben. Alter, das ist. Also, derjenige, der das Skript geschrieben hat, war heute im Stream bei mir und hat mir das eben gesagt. Er hat ein cooles Skript und so weiter. Aber, Alter, dieses Skript ist wirklich richtig gut. Also, das ist auch richtig geil. Jetzt mal ohne Witz. Das ist super. Das ist wirklich geil gemacht. Das ist wirklich professionell gemacht. Das ist kurz, das ist knackig. Es ist einfach genial. Ohne Witz, kann man nicht anders sagen. Also, finde ich super. Also wirklich, das ist echt nochmal Props an dich. Wenn es wirklich hundertprozentig von dir stammt, krass. Wirklich geile Arbeit. Also, du hast wirklich super Arbeit geleistet. Das ist wirklich ein Skript, welches auf alle Fälle bei mir im Ordner drin bleibt. Und das ist ein Skript, welches auf jeden Server gehört, einfach. Das ist einfach so. Okay, vielleicht ist es nicht auf Live-Server, aber das ist genial. Finde ich cool. Naja, also auf alle Fälle danke an dich nochmal, dass du mir das geschickt hast, dass du das Ganze mich vorstellen lässt und so weiter. Bin ich echt happy, dass ich dieses Skript habe, weil sowas kriege ich nicht oft. Fast nie. Also ein Skript von der Qualität, heftig. Also kann ich auch nur sagen, krasse Sache, könnte ich selbst nicht. Ist einfach super gemacht. Und ich meine auch ganz im Ernst. Schau mal das an. Wie geil es einfach auch nur ausschaut. Wie aufgeräumt dieses Skript einfach auch mal wirklich ist. Also schon geil. Also kriegt man schon so ein bisschen eine nasse Hose. Naja, also auf alle Fälle, genau, danke an dich. Danke fürs Zuschauen und das war's auch schon. Nächstes Mal gibt's wieder ein Tutorial. Ich weiß nicht genau wann. Ich muss momentan viel arbeiten. Ist momentan nicht sicher, wann das Ganze dann, wann ich Zeit habe. Mindestens 2 Tage die Woche bin ich komplett ausgebucht und ansonsten mal schauen. Naja, ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.